Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Die Sims. Ja, Die Sims und danach ist Ende, ne? Die Sims, nicht irgendwie Die Sims 2 oder Die Sims 3 oder Die Sims 85, ne? Die Sims. Gut, man könnte jetzt eine 1 hintersetzen, aber das muss ja nicht sein. Ja, wir spielen Die Sims 1. Warum mache ich das? Jeder macht ja irgendwie so ein Let's Play über die Sims 3 oder halt 2, ne? Aber ich habe wirklich mal so nachgeguckt und ich denke mal schon, es gibt halt irgendwie schon mal irgendwas jetzt von deutschen Let's Playern, meine ich jetzt auch, irgendwo jetzt irgendwas mit die Sims 1. Aber sonst, als ich halt gesucht habe, habe ich jetzt, ne, nur im deutschen Bereich nichts irgendwie mit Let's Play die Sims 1 gefunden. Das gibt es irgendwie gar nicht, das will keiner machen. Und ich verstehe es nicht, denn dieses Spiel ist einfach nur geil. Wisst ihr, ich bin ja auch schon so ein bisschen so mit Alter, ne? Nein. So alt bin ich ja auch nicht. Aber da haben wir so, als das Spiel halt rauskam, das hier, die Sims 1, fing das halt so an bei mir, dass ich mal so zocke, ne? Und das habe ich damals auch richtig gern gezockt und es ist einfach ein Klassiker. Auch wenn das viele wirklich nie gezockt haben, ja. So bei Leuten, bei denen es wirklich auch so ist wie bei mir, die darüber wirklich geschockt sind, dass man niemals die Sims 1 gezockt hat, ja, seid geschockt, denn ich war auch geschockt. Wie kann man denn nur die Sims 1 noch nie gespielt haben? Ich verstehe es nicht. Also, keine Ahnung. So, jetzt vorab erstmal, bevor wir richtig beginnen, ich möchte wirklich alles erzählen, was jetzt wichtig ist, weil ich werde es vergessen. Ich werde es vergessen. Wenn ich jetzt sage, ich erzähle es später, dann werde ich es vergessen. Ich kenne mich. Ihr kennt mich, ja, ne? Ja. So, die Sims 1. Natürlich spielen wir dieses Spiel nicht nur im Grundspielprinzip, ne? Also wir spielen jetzt nicht nur die Sims 1. Ihr wisst ja, es gibt bei den Sims immer so Erweiterungspacks. Und die gab es natürlich auch schon im ersten Teil. Ja, folgende sind hier drin implementiert. Beziehungsweise, nee, ich nenne das jetzt lieber mal so, weil sowieso... Na egal. Ja, also die Sims 1, das Grundspiel muss man sowieso haben, ist drin. Erste Erweiterung, die Sims Deluxe. Nee, das ist nicht Deluxe, das ist, Quatsch. Deluxe war, Moment, das kann ich nochmal kurz zur Info sagen. Deluxe war, glaube ich, das Grundspiel und halt das volle Leben, genau. Das ist das erste Erweiterungspack. Ich habe das jetzt nur halt irgendwie ein bisschen vermischt. Keine Ahnung, Deluxe hört sich auch irgendwie blöd an, das Erweiterungspack. Egal. Jedenfalls, ne, das volle Leben ist das erste Erweiterungspack, das ist hier auch implementiert. Dann das zweite Erweiterungspack, heißt Party ohne Ende. Ist auch implementiert. Dann das nächste Erweiterungspack, Hot Date, ist ebenfalls implementiert. Dann kommt als nächstes Urlaub Total. Dieses Erweiterungspack ist nicht implementiert. Dieses ist nicht hier drin. Ich habe das nämlich nicht. Dazu erzähle ich vielleicht später nochmal was, wenn ich es nicht vergesse. Ja, dann das nächste wäre tierisch gut drauf. Ist auch implementiert. Das nächste ist Megastar. So heißt es, glaube ich. Ja, ist auch implementiert. Und dann noch natürlich das letzte Erweiterungspack. Zwar Hokus Pokus. Und das ist auch implementiert. Ihr seht schon, das Einzige, was nicht drin ist, ist halt Urlaub Total. Aber das ist nicht so schlimm, da braucht man nicht drüber weinen. Hier ist trotzdem genug drin und ich werde euch natürlich möglichst alles dazu erklären. Natürlich könnten wir hier einfach mal anfangen. Ja, wenn wir da oben anfangen, ne? Die Sims Mitwirkende. Ja, also das ist halt das Symbol. Hier haben wir was, wo wir Nachbarschaften wechseln können. Wir sehen jetzt hier gerade eine 1. Und, es geht doch, glaube ich, weiter bis 9, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das ist halt dann immer das Gleiche hier, ne? Nur, wenn man halt woanders spielen will, dass man jetzt halt nicht die Leute, die hier wohnen, dann da drin haben will. Könnte ich tun, mache ich aber nicht, weil wenn ich das mache, wenn ich das einmal mache, wenn ich einmal draufklicke, dann war's das. Dann wird dieses Spiel nicht mehr gehen. Und ich kann euch auch nicht garantieren, ob wenn ich es deinstalliere und wieder installiere, ob es dann geht. Denn das ist irgendwie komisch verbuggt und ich will es nicht machen und ich mache es auch nicht und Punkt. So, dann haben wir hier das nächste. Da haben wir Familie wählen oder erstellen. Da werden wir gleich noch drauf gehen, also da sage ich gleich noch was zu. Hier haben wir eine Familie importieren. Das ist zu der Zeit, wo dieses Spiel halt entwickelt wurde, noch ein bisschen blöd gewesen. Ihr kennt ja diese komischen Datenverwaltungen. Jetzt zum Beispiel bei den neueren, die Sims 3, da kann man ja auch irgendwelche Sachen downloaden und da reinpacken. Ne? Mit bestimmten Sachen ging das hier auch, mit Sims und mit Häusern und Möbeln und sonstiges, aber ich weiß nicht, zu dieser Zeit sollte man sowas einfach noch nicht probieren. Das ist... Das ist I!
Okay, gut. Also reden wir nicht drüber. So, dann haben wir hier Familie rausschmeißen bzw. Haus abreißen. Ja, das ist eigentlich klar, ne? Mit so einem fetten Bulldozer klicken wir drauf. Und dann löschen wir hier erstmal alles, ne? Können wir halt kaputt machen. Wollen wir aber nicht. So, hier haben wir rauswerfen oder neue Kennzeichen. Es gibt, ab dem Erweiterungspack tierisch gut drauf, fragt mich nicht, warum die das da erst reingepackt haben, halt die Option, dass man, halt die Felder hier gebietsmäßig machen kann. Also die grünen, das sind halt Felder, wo man halt so ein eigenes Haus bauen kann. Und, ja, ne, warum nicht? Dann haben wir hier einmal die blauen, das sind Gewerbegrundstücke, also da kann man hinfahren, um was zu kaufen. Das werde ich euch später auch alles erklären, ne? Das kommt dann. Das rote, ich glaube, das sind Sachen da, wo halt Familien wohnen. Ja, müsste es, ja, ist auch. Ne? Also das kann man je nachdem halt umflügen, ändern, wenn das Gebiet halt eine andere Bedeutung hat, ne? Sonst wäre es das dazu nicht. Dann haben wir hier einmal die zur Stadtansicht wechseln. Dieses Feldchen, hat halt mit dem Erweiterungspack Hot Day zu tun, denn in diesem Erweiterungspack wurde die Innenstadt eingeführt, indem man halt mit einem Taxi da hinfahren konnte und dann kann man halt da shoppen und ins Restaurant gehen und noch irgendwelchen anderen Scheiß, werden wir auch noch alles entdecken. Da drücke ich immer jetzt nicht drauf, wenn wir dann zu dieser Ansicht kommen, ne, kommt alles später. So, hier haben wir halt das Urlaub-Total-Ding-Button, ne, weißt du ja. Da würden wir jetzt halt wieder um schon Stand zu Vacation Island kommen. Ist halt Urlaubsort, wo es halt viele Urlaubsorte gibt, ne? So, ne? Strand und Winter und sonstiges, ne? Aber wie gesagt, da kommen wir jetzt nicht dran. Wie gesagt, da sage ich dann auch noch, warum ich das nicht habe und ach, keine Ahnung. Es ist einfach zu viel. Ich werde es schon irgendwann sagen. Auch wenn ich es dann wahrscheinlich wieder 5000 Mal leichter sage. Okay, dann haben wir hier auf Studio Park Sicht wechseln. Das hat was mit Megastar zu tun, denn da wurde halt dieser Studio Park mit eingeführt, wo man halt, ja. Das ist auch ein bisschen blöd, das jetzt zu erklären. Ich denke mal, wenn wir uns dann mit Megastar dann beschäftigen, also ich denke mal, ich werde spezielle Folgen halt dafür einführen, um das zu erklären, dann werde ich euch das schon alles nennen. Auf jeden Fall, ne, da kann man halt auch hinfahren mit einem Taxi, beziehungsweise ich glaube, das ist irgendwas anderes, ach, ich weiß es nicht. Halt auch ein Ort, wo man hin kann. Und dann haben wir hier auf Stadt der Magie umschalten. Das hat natürlich mit Hokus Pokus zu tun. Ja, was hinter Hokus Pokus steckt, das weiß, denke ich mal, jeder, ne? Jeder mit einem normalen IQ weiß, was sowas ist. Und ja, da kommt man halt zu einem Ort, wo halt Zauberei geschieht. Aber das werden wir uns alles noch ansehen. Lange Rede, kurzer Sinn, würde ich sagen. Wir erstellen uns jetzt erstmal unsere Family. Und das geht hier. Hier seht ihr schon mal drei vorher, die habe ich nicht erstellt, ne? Also kein Ding, ne? Das ist halt immer drin. Hier haben wir einmal freundlich, lustig, ne? WG, ja. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Und Junggesell. Ja, das ist, denke ich mal, auch ein Scherz. Und wir stellen uns jetzt erstmal unsere Family. Und ja, jetzt kommt die Frage, wie ich die, ne, wie die heißen. Ich möchte nur noch einmal vorher kurz sagen, ich werde keinen Namen, der irgendwas mit mir zu tun hat oder sonstiges, verwenden. Keinen Nachnamen, keinen Vornamen. Das hat alles gar nichts mit mir zu tun. Ihr müsst es halt so sehen, wie die Sendung nachmittags auf RTL, wo dann am Ende steht, keine der handelnden Personen, alle handelnden Personen sind frei erfunden. Ja? Okay. Ja, wie nennen wir die denn jetzt? So. Oh, ich hasse das. Wie nenne ich die denn? Pilzkopf? Nee. Ich weiß es nicht. Och Mann, ist doof. Oh. Fungi. Fragt mich nicht, wie ich da jetzt drauf komme. So, wir haben unseren Nachnamen und jetzt können wir unsere Sims erstellen. Ja, wer es jetzt noch nie gespielt hat, der fragt sich jetzt, WTF, was ist das denn? Ihr müsst bedenken, das Spiel ist alt. Das Spiel ist schon 13 Jahre alt. Und ja, so sah das halt aus. Hier kann man halt die Sachen einstellen, ob man einen Erwachsenen haben will oder ein Kind. Mehr gab es damals noch nicht in die Sims 1. Man konnte nur ein Kind haben oder einen Erwachsenen. Oder halt ein Baby, aber das kann man sich halt nicht erstellen. Das kann man nur machen. Und ja, hier kann man dann die Hautfarbe hell, mittel und dunkel. Und hier hat man halt männlich und weiblich. Dann kann man hier halt den Kopf durchschalten und die Kleidung. Und damals war das halt noch so, dass die Kleidung
zusammen mit dem Körper halt eins ist. Also man kann nicht seinen Körper irgendwie anpassen, man kann nur einfach halt ein kleiner Modell nehmen und dann sieht der Körper so aus. Man hat zum Beispiel was ganz Dünnes, man kann aber auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, ich finde gerade nichts. Na hier, da hat er schon so eine Wampe, ne? Das sieht dann halt so aus wie die Kleidung und da muss man sich halt dran anpassen. Ich werde jetzt auch nicht 5 Jahre hier dran sitzen. Ich bin kein Frau, ne? Kein Frau, deswegen werde ich hier nicht 5 Tage dran sitzen und mir so eine Klamotte aussuchen. Ich denke mal, das ist so ein Vorteil an mir. ja. So, was nehme ich mir denn? Mit den ganzen Erweiterungspacks sind natürlich auch neue Klamotten und Köpfe auch dazugekommen. Also, ich glaube, im Grundspiel von The Sims 1 war das so wenig, also, weiß nicht. Aber man war glücklich, man war glücklich. Mal kurz, was ist das denn? Naja, dann. Ja, wir können auch sowas nehmen. Nein. Komm, nehmen wir ihn mal hier. Und ne, keinen alten Sack. Ich habe immer damals einen Kopf. Genau, den habe ich immer genommen, den Kopf. Mit der Sonnenbrille und dem geilen Ziegenbart. Ja. Das war natürlich unser Papa. Also, ich werde natürlich eine Familie auch mit Kind erstellen, deswegen halt, ne? Der Papa, der Vater, der Mann im Haus. Wie nennen wir den denn? Ich glaube, den nennen wir einfach mal. Ja. Gut, dass ich mir da vorher keine Notizen für gemacht habe. Muss ich schon sagen, ich finde das geil. ja. Ich liebe das. Ich liebe das. Jetzt reicht's aber so langsam. Aber irgendein, also nicht so einen dämlichen Namen. Irgendeinen neuartigen. Nennen wir ihn jetzt Anton. Das ist mir jetzt gerade mal so eingefallen und ja. So. Am Körpermodell lassen wir jetzt alles, lassen wir auch hell, ne, erwachsen, männlich. So, hier kann man jetzt das Sternzeichen eingeben. Hier unten erscheint dann direkt, wenn man hier irgendwo was eingibt, dann ein Sternzeichen. Also aktiv ist halt klassisch für Krebs, deswegen kommt dann halt Krebs, ne. Dann kann man das hier halt durchschalten und dann seht ihr halt schon, wie bei bestimmten Sternzeichen halt diese ganzen Punkte verteilt sind. Für ordentlich, extrovertiert, aktiv, verspielt und nett. Das erkläre ich euch nochmal kurz. Auch wenn es natürlich überflüssig ist. Aber egal. Ordentlich, ja. Wenn das voll ist, ist man ordentlich. Man räumt viel auf von alleine, ne? Man muss keine Befehle geben. Man hält das Haus halt sauber. Nicht ordentlich, man macht das nicht. Extrovertiert, das ist halt so das Zwischenmenschliche, ob man halt gern mit Leuten redet oder nicht. Wenn man extrovertiert ist, ne? Also alles möglich voll. So zum Beispiel. Ja gut, hab keine Punkte mehr übrig. Ne? Stellt euch das einfach voll vor. Dann redet man halt gern mit Leuten und pipapo, ne? Und wenn man halt hier keine Punkte hat, ist man eher introvertiert. Das heißt, man sitzt den ganzen Tag vorm PC und ja, macht nichts mit Menschen. Okay, dann haben wir noch aktiv. Wenn das voll wäre, ne? Er macht gern Sport, er geht gern joggen, er unternimmt gerne was. Nicht aktiv, ja, den ganzen Tag vorm Fernseher hängen oder sowas. Verspielt, ja, halt gerne was spielen am PC oder... irgendwie draußen, Fußball, keine Ahnung, nee, ich glaube, das gab es damals in Sims 1 noch nicht. Jedenfalls, ja, verspielt halt, ne, spielen. So, und dann nett, ja, ob man halt nett ist oder ob man griescremig ist. So, welche Sternzeichen geben wir denn unseren Anton? So, was eigentlich vollkommen egal ist, aber sonst auch einiges überhaupt nichts damit zu tun hat. So Sternzeichen abhängig, ich glaube, ich werde halt dem nicht mein Sternzeichen geben. Das kann ich euch ruhig verraten. Ich bin Stier. Sternzeichen. Und, das ist ja auch egal, ne? Aber was geben wir ihm? Ich kenne mich, auch so ein bisschen in der Astrologie aus. Ich bin jetzt nicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein, wie nennt man diese Leute, die da so stark dran glauben? Keine Ahnung. Aber ich weiß, das ist stereotypische Sachen. Das ist wirklich faszinierend. Das solltet ihr euch irgendwie mal auch mal so angucken oder darauf aufpassen, dass es wirklich stereotypische Persönlichkeiten gibt, wenn Leute halt mit Sternzeichen sind, dass die wirklich dann diese Macken haben. Wie halt auch beschrieben wird. Aber das ist wirklich immer so. Aber das ist jetzt was anderes. So, wir geben ihm jetzt. Wir geben ihm eine Waage. Eine Waage ist nett.
Red gern mit Leuten, das ist gut. So, dann haben wir ihn fertig. Dann werden wir jetzt seine Frau herstellen. In die Sims 1 konnte man noch nicht einstellen, beziehungsmäßig, wie die halt zueinander stehen, ne? Das ist halt einfach nur ein Mensch. Dann, ne? Die müssen sich halt auch dann im Haus erst richtig kennenlernen und sonstiges. Aber ich glaube, es geht halt leichter, weil sie halt sowieso schon zusammen wohnen. Aber das war halt noch nicht so verkettet mit Freundin oder nur gute Freundin oder keine Ahnung, ne? Frau. Egal, so. Frau. Und wie nennen wir denn Frau? Wir nennen Frau, wir nennen Frau Regina. Das ging jetzt schnell, ne? So. Frauen habe ich mir für mich selbst nie erstellt. Und sonst habe ich irgendwie, wenn ich eine Frau erstellt hatte, immer irgendwie irgendwas genommen. Was sieht denn einigermaßen ganz toll aus? Oh, hier, nehmen wir mal blaue Haare. Oh, die war ja noch besser. Nee, komm. Ne, das ist klar, das Gesicht sieht dann halt auch so aus, ne, wie die Frisur. Das ist immer so. Oh Gott. Marilyn Monroe. Hier, komm. Das sieht neutral aus. Blond. Ja, Abendkleid. Natürlich. Wollen wir immer was richtig Sexies geben? So richtig geil? So richtig... Nee. Oh Gott. Das auch. Furchtbar. Was war das denn? Ein Traum in Pink. Nee. Lieber nicht. Ich hasse sowas. Was für ein Scheiß hier ist, ne? Das ist so heftig. Aber ich will auch nicht funkeln. Och, das ist alles so spannend. Und vor allem so wichtig, was die anhaben, ne? Das ist ja unglaublich wichtig. Oh, hier. Mann, nee, das sieht ein bisschen zu, weiß ich nicht, aus. Ich kann mich nicht entscheiden. Oh Gott! Alter! Komm, das nehmen wir jetzt. So, was ist sie denn? Sie ist... Oh, komm, hier, warte. Sie ist ein Löwe. Oh, extrovertieren hoch 4. Regina Fungi. Heftigst gut. So, und dann natürlich noch das Kit. Ne? Hier, so. Da. Ein Bube oder ein Mädel? Nehmen wir mal ein Mädel. Aber nicht so eine. Ja, wie nennen wir die denn? Ne, mit Frauennamen ging es ja mir gerade auch besser. Nennen wir mal Sandra. Ich will nochmal betonen, nichts mit mir zu tun, gar nichts. Keine Ahnung. Kann irgendwie sein, dass ein Freund von mir immer so heißt. Oder eine Freundin, keine Ahnung. Irgendwo ganz weit weg, aber das hat nichts mit mir zu tun, ne? Sag ich euch nur. Ich heiße nicht Sandra, ne? Okay. Komm, du bist... Ach, das reicht doch schon. Der Kopf ist doch ganz hübsch. Oh, hier. Das reicht. So, und du bist... Komm, ich weiß, dass mein Sternzeichen cool ist. Ich geb dir den Stier. So, das war's auch schon. Ist das nicht hübsch? Ja, fertig. Ja, ich bin fertig. Ja, ich weiß, es tut mir leid, dass das alles jetzt schon fast 20 Minuten dauert, aber... Das ist nun mal so bei der ersten Folge. Das muss man erstmal erstellen und dann muss ich jetzt auch noch das Haus bauen. Das ist alles ein bisschen problematisch, ne? So, wir haben natürlich ein Starteinkommen von 20.000 Simoleons. Das ist ja die Währung bei den Sims. Und hier könnten wir jetzt zum Beispiel das Grundstück für 3.500 holen. Oder auch für 7.000. Ich neige jetzt eher mal für 7.000. Das ist einfach netter, wenn man halt ein größeres Grundstück hat. Ich meine, man muss dann ewig umziehen und sonstiges. Gut, hier haben wir jetzt, das Bauprinzip, ne? So, jetzt haben wir hier ein paar Bäume, die können wir auch ganz einfach entfernen. Da hinten haben wir sogar ein bisschen Wasser. Kann man aber auch einfach entfernen. Und ja, halt dieses Muster hier, ne? Wo überall die kleinen schönen Fältchen sind, da kann man drauf bauen. Ne? Das heißt, hier kann man nicht bauen. Und hier ist halt Ende. Ich weiß nicht, wie das in Sims 2 war dann. Ich weiß aber ja natürlich, dass es in Sims 3 die offene Welt gibt. Aber in Sims 1 war es hier auf jeden Fall noch, dass man halt nur sein Haus hat. Man konnte halt nur irgendwie mit dem Taxi dann wegfahren oder sonstiges. Beziehungsweise in die Sims 1 noch gar nicht. Aber egal, in die Sims 1 im Grundspiel konnte man das noch gar nicht, tut mir leid. So, wir fangen an im Baumodus. So, hier, Wand- und Zauntool. Und hier haben wir Wand, guck mal. Wartet mal. Moment mal, was für eine Struktur baue ich denn? Ich hasse sowas.
cool, ne? Ja, ich werde aber immer das runterstellen. Man kann das halt hier variieren. Wände unten, Wände transparent, ne? Kann man hier so rüber machen. Oben, oder mit dem Dach. Ein Dach haben wir noch nicht. Aber ich lasse es immer unten, weil ich habe keinen Bock, die Wände hier immer im Weg zu haben. Sonst sehe ich nichts. So, das wird jetzt mal der Flur. Ich weiß, es ist unglaublich hübsch. Ich weiß das, ne? Das müsst ihr mir auch nicht sagen. Ich weiß, wie geil ich bin. Aber ich will es ein bisschen symmetrisch haben, auf jeden Fall. Ne? 1, 2, 3, 4. Ich kann jetzt auch nicht so ein Mega-Haus bauen. Wir sind arm, ne? Hier, 11.650. Muss man ja anpassen. Ich glaube, ich baue das gerade schon wieder ein bisschen zu Haus. Zu Haus! Oh, bin ich gut heute. Ich bin gut. Zu groß. Das meine ich. So. 3. Ja. Boah, ey, das ist viel zu groß. Ach, egal. Gönnen wir uns das mal. Ich krieg dann ja auch irgendwann wieder Geld. Ach, packe ich einfach keinen Teppich rein. So, da haben wir Türen, ne? Auch eine ganz große Auswahl. Ganz, ganz toll. Wir können ja die nehmen. Hübsch, ne? Doppeltür. Nee, machen wir nicht. Wir nehmen einmal eine Bürotür als Eingang. Ich weiß, das sieht kacke aus. Aber ich muss jetzt mal kurz variieren. So, hier haben wir eine ganz normale Holztür. Bum, bum und bum, bum. Da fällt mir ein, 3 Räume plus Flur, das reicht nicht. Wir brauchen noch mindestens 2, einmal für das Kind. Und man braucht ja allgemein 4 Räume. So für, ne? Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Bad. Ich habe nur 3.600... Wovon soll ich mir denn die Möbel kaufen? Okay, also wir überspringen jetzt mal den Teppich und so. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Und Farbe an den Wänden auch nicht. Das geht gar nicht. Warte mal, da fehlen noch Türen. Scheiße! Sorry. Das wollte ich nicht. So. Ja, ich muss... ich weiß nicht. So, hier können wir ein bisschen näher ran. Das ist auch so halt die Standardansicht, die ich immer haben werde. Ne? Weil, weiß nicht. Das ist zu nah, finde ich. Das ist zu weit weg. Ne? So, ihr seht, das scrollt halt so mit. Ganz hübsch. Ja, wir fangen mit den wichtigsten Sachen an. Und das ist für mich der Kühlschrank. Ja. 299. Ist das überhaupt ein Kühlschrank? Ah, eine Vorratskammer. Das ist gut. Das ist ein Kühlschrank. Okay, dann noch ein Herd. Ich weiß, das ist alles so unglaublich hübsch. Aber es geht nicht anders. So, dann brauche ich noch... Nein, hier will ich nicht hin. Ich will zu den Tischen. So, zu den Theken. Och, das ist einfach so geil. Das macht mich richtig an. Und dann auch noch mit dem Grasboden. So, das muss jetzt erstmal reichen. So, dann Sanitäranlagen, Klo. Also, dann nehme ich mindestens das Klo. Das ist ja wohl klar. Warte mal. Soll das überhaupt das Klo werden? Ja. Passt schon. Eine Dusche. Oh, hier kann man eine Bambusdusche nehmen. Ich glaube, diese Dusche ist aus dem Erweiterungspack Party ohne Ende. Aber die nehmen wir nicht. Das hier, ne? Das sind so klassische Sachen. Alles das hier, was ich bisher gebaut habe, das gab es halt schon im Grundspiel von The Sims 1. Ne, das sind dann so heftige Sachen, ne? Chromdusche, keine Ahnung, wo das dazu kam. Können wir es auch auf jeden Fall nicht leisten. Ne, da wollte ich nicht hin. Oh, so, Betten sind auf jeden Fall wichtig. Ich muss aber noch Einzelbetten holen, weil ich das noch nicht so schnell schaffe, dass die beiden sich mögen. Und ihr kennt das ja, man kann Sims, die sich nicht mögen, nicht einfach in ein Bett stecken. Ne? Ich glaube, ich muss das nehmen. Heureka! Oh Gott! Nein! Oh Gott, warum mache ich mir so ein großes Haus, hä? Okay. Ja komm, da müssen wir das langsam durchgehen. Geht auch nicht anders. Es tut mir heftigst leid, aber... Ja! Ich habe nicht mal ein Telefon. Oh Moment, ich brauche noch eine Sache, sonst geht's gar nicht. Das erzähle ich euch nochmal kurz schnell. Nein, ich brauche was anderes. Genau. Ich brauche nämlich... Oh, das reicht noch. Ich brauche nämlich so ein Bücherregal. Geh weg. Ich schätze mal, das wird das Wohnzimmer werden. Gott, wird das schlimm. Egal. Oh, 91. Das zeigt... Nee. Nein. Wir machen hier jetzt erstmal Feierabend. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, das hoffe ich doch. Freut euch auf jeden Fall auf dieses Projekt. Also ich freue mich richtig heftig, das wird so lustig. das wird auf jeden Fall, also es wird auf jeden Fall ein sehr langes Projekt. Jeder, der die Sims kennt, weiß, ne, das muss ja erstmal alles richtig machen. Vor allem, ich muss euch alle Erweiterungspacks zeigen, was man machen kann und sonstiges. Ich meine, ne,
Ist doch kacke, wenn das nur 10 Parts hat. Gut, dann verabschiede ich mich hier. Ich bin Destinyx, ihr seid meine Zuschauer und bis zum nächsten Mal bei The Sims 1. Nicht vergessen, nicht 85.